Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Calm Down. Ihr wisst es, ihr wisst, wie es geht und so weiter und so fort. Wir haben hier unsere wunderbare Kiste und die ist brachial voll. Ich habe gerade eben, bis jetzt gerade eben, habe ich noch gefarmt. Und zwar XP. Damit ich genau diesen Stand hier erreiche. 21 Level. Denn Sharpness 5. Wir können ja nochmal gucken. Ja, Sharpness. Sharpness geht bis 5. Wobei, Sharpness. Eigentlich sollte er mir alle Bücher anzeigen, oder? Der hat mir mal alle Bücher angezeigt. Nein, wir kriegen nur das Maximum mittlerweile, nicht mehr die Zwischenlevel. Das ist schade. Wunderbar, cool. Ja, Schwert. Wir haben ein Sharpness 5 Schwert. Das werden wir doch jetzt mal fröhlich ausprobieren an diesen wunderbaren Testobjekten namens Skeletten. 2 Hits only. Na komm. Easy fix. Gar kein Problem. Ja, also, wir haben es mal wieder geschafft. Ein bisschen aufgeräumt. Und wie ihr hier seht, ich habe noch ein paar Bücher hergestellt. Ich habe wieder ein bisschen Action gehabt. Unter anderem habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gefunden habe. Das war letztens erst. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier irgendwo, glaube ich, ein Viech gehört oder irgendwas war. Und das wollte ich beseitigen. Und dann habe ich halt random noch einen Diamanten gefunden. Nur, was man so casual halt mal macht, wa? Das passiert halt mal so nebenbei. Guten Tag. Und ja, heute ist ein Special Day. Wir haben heute, ja gut, jetzt mittlerweile haben wir Freitag, aber ich hänge mit dem Aufnehmen ziemlich hinterher. Deswegen müssen wir jetzt eine ganze Runde aufnehmen. Klingt so, als müsste ich, als würde ich mich gezwungen. Also theoretisch ja, aber ich mache das ja auch gern. Ne? Das ist immer so schwierig. Ja, wir haben ja keine Kühe mehr. Ich habe alle beseitigt. Ich habe nämlich einen Haufen Leder gebraucht und das Problem ist, kennt ihr das? In so Spielen, wo man dann Sachen einkaufen muss, ne? Also so Wirtschaftssimulation oder irgend so ein Krampf. Also kein Krampf, aber ihr wisst was, Krampf benutze ich mittlerweile für alles Mögliche irgendwie als Wort. Keine Ahnung. Nee, pass auf, wir machen erstmal den Tunnel unten fertig. Den haben wir ja noch offen, bevor wir hier irgendwelche Sachen anfangen, die wir noch nicht fertig haben. Bevor wir irgendwelche anderen Sachen fertig haben, die wir schon angefangen haben, machen wir doch erstmal das fertig, was wir haben. Klingt sinnvoll. Ich weiß. Danke. Ich muss ins Lager. Ich checke immer nicht, wo ich hin muss. Regen. Ja. Ich lenke mich gerade selber ab. Nee, folgendes. Also, es war Donnerstag gestern. Ich habe mir was zu essen geholt. Bei einem, bestimmten Laden auf jeden Fall. Wo es halt fertiges Essen gibt zum Beispiel. Da gibt es ja einen Haufen von. Und so hat es sich zugetragen, dass ich da heute Bock drauf hatte. Hab mir da was geholt. Hab ich das hier verspeist. Und dann war es so, dass ich halt am Rechner war und wusste, okay, ich muss ja aufnehmen, ne? Weil ich habe für morgen, also für Freitag quasi, keine Folgen. Das heißt, ich muss die jetzt aufnehmen am Donnerstag und noch rendern. Weil dann kann ich die am Freitag früh oder so schnell hochladen und noch vorbereiten. Und dann laufe ich da in kein Problem rein. Ja, allerdings war ich so müde und so kaputt, dass ich es einfach nicht hinbekommen habe aufzunehmen. Sondern mich ins Bett gelegt habe. Und habe mich dann auch, ich habe dann mit Absicht habe ich mich schlafen gelegt. Weil ich mir gedacht habe, ey, es bringt nichts. Es bringt einfach gar nichts. Ich bin so im Eimer. Was ist das schon wieder für ein Kampf hier? So. Halt, ich muss erstmal die ganzen Bücher aufräumen und erstmal Inventar. Nein, dafür müssen wir nicht runter. Das ist echt. Also.
Immer derselbe Scheiß. Ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir gerade 0.38 Uhr. Oh, ich sehe gerade, der Mond scheint draußen. Das ist richtig cool. Heute ist gut. So. Efficiency 3. Protection. Power. Impaling. Ja, also... Das geht schon gut nach vorne auf jeden Fall. Das will ich natürlich jetzt in Zukunft noch ein bisschen improven. Also wir werden halt... Ich habe da so einen Plan im Kopf für die Zukunft. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Das ist jetzt erstmal sehr ernüchternd. Warte mal, Efficiency geht doch auch bis 5, oder? Ach, Katastrophe, echt. Efficiency bis zur 5 hochballern, ne? Und dann noch Unbreaking da drauf machen. Oh, ich will das jetzt eigentlich schon machen, ne? Ich bin ehrlich. Ich bin wirklich ehrlich. Ich will das jetzt eigentlich schon haben. So, natürlich will ich das jetzt schon haben. Ich will das so früh wie möglich haben. Aber ist natürlich nicht drin. Deswegen muss ich das jetzt halt so machen. Aber ich denke mal, in der nächsten Aufnahme könnten wir das schon haben. Ich werde mir auf jeden Fall den Arsch aufreißen dafür. Im Endeffekt eigentlich nur dastehen und Leute kloppen. Aber diesmal geht es ein bisschen schneller, weil Sharpness 5. Das nimmt einem auf jeden Fall schon mal ordentlich die Arbeit ein bisschen, ne? Und hey, wir verlieren schon bald. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich mag es nicht. Bin da kein Fan von. Ich will das hier wegmachen mit Efficiency. Das wäre halt viel geiler. Aber bringt ja nichts. Hab ja keinen. Ist ja so. Oder wir machen eine Farming-Folge, dann. Weil dann bringt das. Dann macht das hier ein bisschen mehr Spaß halt. Wobei ich halt schon diesen Teil hier erstmal gern wegmachen würde. Und ich meine, das dauert jetzt eine Weile, aber wir kriegen das hin. Oh Gott. Ey, wir haben das mit. Wir haben das am Anfang mit. Ja, du bist gleich dran. Da haben wir das mit Eisenwerkzeugen gemacht. Pausenlos. Und bis wir dieses Mending hatten, ey. Wobei, gefühlt hatten wir Mending. Wieso ist denn das so laut, Alter? Gefühlt haut mir der Sound hier voll ins Wort rein. Warte mal ganz kurz. Musste ich mal kurz meine Nase pusten. Weil, hat gejuckt. Und, wir hatten das, glaube ich, gar nicht mal so spät. Also Mending haben wir schon relativ lang, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Oh mein Gott, das ist ja eigentlich das ist ja einfach nur Gras. Das ist ja wirklich nur Gras. Junge. Junge. ich will so nicht weitermachen. Oh Mann, ey, ich bin echt doof. Komm, ganz ehrlich, das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Vor allem, es bringt da wirklich nichts. Wir machen uns damit echt nur die Werkzeuge auf Dauer kaputt. Und da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Wir machen jetzt hier erstmal noch temporäres Einlagern, aber irgendwann, ich meine, die Kisten sind ja dafür da, dass sie voll sind. Im Endeffekt, wenn man so will. Und ja, Weed. Kommt ihr, ey, wir haben ja davon noch einen Haufen. Geil. Kartoffeln, genauso. So. Kommt alles weg. Ey, da war noch ein Buch bei. Unbreaking müsste jetzt hier. Da. Exactly. So, Kisten. Komm hier rein. Monster Loot. Ein Salut. So. Oh mein Gott, wir brauchen keine Werkzeuge mehr mitnehmen, ne? Ich habe ja, ich musste gerade echt kurz überlegen. Das Einzige, was wir mitnehmen müssten, wäre ein bisschen Holz. Und wobei, wir machen Trick 17. Oh, wir haben aber kaum noch Essen. Das fällt mir gerade mal auf. Das sollten wir vielleicht, haben wir verarbeitetes? Wir haben einen Stack. Okay, alles klar. Tschüss. Ich hau ab. Stimmt, wir haben immer Ofenkartoffeln gegessen, ne? Haben wir ja keine mehr, weil wir haben ja jetzt Steak, weil wir ja so viel Kühe haben. Ach ja. Ja, also das Projekt hier mit dem Hügel, das wird mega.
Da könnt ihr euch richtig freuen. Also for real, das wird super. Das wird super. Weil da habe ich Großes vor. Da habe ich wirklich, da habe ich einige Ideen, die meines Erachtens nach echt fantastisch werden. Und weil wir haben halt die Startbude und das ist halt alles. So, das ist halt. Ich wollte es unterirdisch haben. Wir haben ja erst die Bude dahin gemacht. Dann war der Platz aber echt, echt mies. Ja. Für den Anfang war das echt crap. Jetzt haben wir eine geile Startbase, wo wir halt echt safe sind. Und ja, ich glaube, ich reveal es jetzt einfach mal. Ich überlege, eine neue Bude zu bauen, die dann riesig ist und zentral für alles ist. Aber das wird dann wahrscheinlich groß angelegt und geplant und alles. Also das wird dann die nächste Revolutionsstufe unserer Behausungen. Da können wir dann wirklich mal gespannt sein, auf jeden Fall. So, ich da. Hey, ich will das tauschen. Sehr gut. Genau. Weil wir brauchen ja noch eine riesen Farm. Ob die automatisch sein soll, also ne, für die Felder. Dann brauchen wir noch Zuckerrohr. Und automatisiert, by the way. Und was brauchen wir noch? Pilze vielleicht auch noch. Seetang. Fürs Brennen, das ist ja eine der ganz krassen Sachen. Die wird ja auch groß angelegt. Habe ich schon Ideen für auf jeden Fall. Und die Frage ist, die ich mir halt immer stelle, ober- oder unterirdisch, ne? Weil ich hatte mal eine Welt, da hatte ich eine Base, die war quasi komplett unterirdisch. Allerdings war dann so ein Tunnel durch den Boden, nicht durch den Boden, durchs Meer durch, also durch den See, den ich da hatte. Und dann ging der in so einen Berg rein und da drin war dann die Zuckerrohrfarm. Ja, das war sehr geil. Keine Ahnung, ob ich die Welt noch habe. Die ist eigentlich gar nicht mehr so alt. Also die ist, glaube ich, nicht lang vor diesem Let's Play hier gewesen. Eine Singleplayer-Welt, ganz einfach, ganz schlicht. Da habe ich dann Bock auf Minecraft bekommen wieder, so richtig. Ah, das war eine Streaming-Welt, stimmt. Und irgendwann habe ich dann gar nicht mehr damit gestreamt. Ich war hier mal. Hallo? Scheinbar. Also da bin ich schnell vorbeigerannt, weil da hätte ich schon mal explodiert. Ja, mir fällt gerade ein, wir hatten ja noch eine Gegend. Aber da bin ich jetzt nicht hingegangen. Also da, wo wir da aus dem Tunnel da rausgekommen sind, da wo es Wasser war. Wow, drei Schläge mit der Sharpness. Oh oh. Gar nicht gut. Ah, noch einer. Kein Problem. Habe ich alles im Griff. Oh, es gibt ja auch Lootbücher, ne? Warte mal. Loot. Looting. Mobs will drop more loot when killed. Es ist ja umso teurer, je mehr Verzauberungen ein so ein ein so ein Objekt hat. Und bei dem Schwert könnte das unter Umständen gar nicht mal so teuer sein mit Looting 3, weil das Schwert braucht kein Unbreaking. Weil sobald du was killst, sammelst du sowieso die XP ein und fährst halt damit weiter. Ne, verstehst du, was ich meine? Also man braucht das Unbreaking nicht, wenn du sowieso instant reparierst. Bei der Spitzhacke ist es ja was anderes. Du baust ja permanent ab und sammelst ja nicht ständig irgendwas ein, was XP bringt. Weshalb du da halt Unbreaking schon brauchst, damit du halt kontinuierlich Sachen abbauen kannst. Ja, aber guck mal, gut, die geht jetzt gerade nicht kaputt, weil jetzt repariert die sich ja instant, weißt du? Und weil da kriegst du ja mit jedem Schlag, wenn du jetzt zum Beispiel Kohle abbaust, direkt XP. Mit dem Schwert ist es ja nicht so. Wait a minute. Ihr versteht, glaube ich, was ich sagen wollte. Also, dass man
dass man. Boah, ist das jetzt so intelligent, sich hier runter zu graben? Ich weiß es ja nicht. Wobei. Ist die Frage, worauf wir gehen. Ich wollte eigentlich ein bisschen. Ne, hier und da so ein bisschen Eisenfarming betreiben. Und das geht ja eigentlich in so großen Höhlen unterirdisch. Ja, komm, wir sind da, um hier ein bisschen Party zu machen. Genau. Oh, ja, geht ein bisschen schnell heute. Stimmt, wir waren mit der Geschwindigkeit noch kein einziges Mal farmen. Und Protection 4 haben wir mittlerweile auch schon wieder, ne? Also es geht nach vorne. Ich werde konstant, kontinuierlich werde ich Verzauberungen herstellen. Das wird nie aufhören, bis ich wirklich mal einen Stand erreiche. Perfekt. Ah ja, Federfall brauche ich auch noch. Das, Wo sind wir gelandet? What the hell? Stark. Dass ich so ein Diamanterz mal wieder finde. Ist ja der Wahnsinn. Einfach zwei Dias. Dias haben wir mittlerweile echt viele. Ich glaube, wir können uns die Show-Rüstung basteln. Das Geile ist, falls ich irgendwie die Bude umziehen wollen würde, dann kann das ja durchaus passieren, dass ich auch die Show-Rüstungen umziehe. Einfach viel zu schnell ab. Sagt kein Minecrafter auf der Welt. Dinge, die kein Mensch sagt. Ist ja gerade was ins Wasser gefallen. Ich wollte gerade sagen, das kann. Ja, was will ich machen? Er spawnt hier halt, ne? Ich mische mich da jetzt mal nicht in die Natur ein. Lapis.